Willkommen zum nächsten Part von Pokémon Weiß. Die heutige Frage des Parts bezieht sich auf eine sehr interessante Sache, wie ich finde. Und zwar, was zieht dich an einem Partner mehr an? Köpfchen oder Fitness? Wie gesagt, das finde ich eine sehr, sehr interessante Frage. Weil, ja, es da immer kontroverse Meinungen gibt. Und ich vor allem gespannt bin, wie viele das wirklich ehrlich beantworten. Weil letztendlich, wer gibt schon zu, dass eben der Körper das Wichtigste ist? Also welcher normale Mensch würde das zugeben? Also ich kann euch ganz ehrlich sagen, dass mir die Körper von jedem Menschen absolut scheißegal sind. Wobei es natürlich schon so ist, dass es wirklich nett ist, falls man auch... ja, einen schönen Körper hat in einer Partnerschaft. Aber das sollte nicht mehr als ein Bonus sein. Also, was das Wichtigste ist, ist in diesem Fall Köpfchen, also dass die Seele stimmt. Das ist in dieser Frage ja auch nur mehr oder weniger verdeckt formuliert. Also, mich würde wirklich eure ehrliche Meinung interessieren. Falls ihr einen Partner sucht, findet ihr dann eher Körper wichtiger oder findet ihr Verstand wichtiger? Das würde mich wirklich interessieren. Schreibt es in die Kommentare, und falls ihr es wollt. Das müsst ihr natürlich nicht, falls euch das zu privat ist. Aber dann seid bitte auch ehrlich dabei, wenn ihr was schreibt. Und da bitte ich auch die anderen, dass sollte jemand etwas schreiben, was vielleicht die Allgemeinheit nicht so toll findet, dass man ihnen dann seine Meinung lässt und akzeptiert, sofern es natürlich nichts Beleidigendes ist. Gut, da sind wir wieder. Unter dieser riesigen Brücke. Und ja, jetzt müssen wir uns hier erstmal durchkämpfen. Okay, hat wunderbar geklappt. Oh, sogar noch ein Trainer. Und so traf der reisende Backpacker auf einen reisenden Trainer. Ja. Interessante Geschichte. Okay, wir sind jetzt ganz, ganz kurz vor dem Betreten einer neuen Stadt. Die Wüste ist relativ linear. Also da wurde mehr oder weniger eine Straße durchgebaut, die es einem Rechtsstaat erlaubt, von Stratos nach Rayuno City zu kommen. Was umgekehrt natürlich genauso gilt, aber die wirkliche Wüste lag jedoch sehr im Verborgenen. Die haben wir auch versucht, so gut es geht, zu ergründen, haben es nicht ganz geschafft. Aber ja, haben wir uns noch einiges angeschaut, was hoffentlich ganz nett ist. Ich hoffe, euch hat die Wüste so sehr gefallen wie mir, weil ich fand es, wie gesagt, echt geil. Nur halt der rumfliegende Staub nicht. Und bei Day sieht jetzt besser aus. Day sieht jetzt wirklich besser aus. Es sieht jetzt eher so aus, als würden Blätter in der Luft rumfliegen. Was ich, wie gesagt, schon einmal als sehr, sehr viel besser erachte. Oh, kommt man da nicht rein? Okay, ist das also, kommt man da rein irgendwie. Weil ich schon mal das viel, viel besser erachte als diese schwarzen Pixel. Oh, die City wird intensiv gebaut, hier werden wohl auch noch Häuser entstehen und ja, dann ist es zusammengewachsen. Mal gucken, eventuell, wenn man in Pokémon Schwarz und Weiß 2 hier hinkommt, ist das ja eine riesige Stadt hier. Darauf bin ich tatsächlich gespannt. Sehr gespannt. Und, oh, wen haben wir denn hier? Sharon, aber bevor wir mit ihm reden, lass uns in die Karte gucken, was uns in Rayuno City so noch erwartet. Wartet. Ja, Wüstenresort, Rayuno City, eine lebendige Vergnügungsstadt mit einem fulminanten Freizeitpark. Aber gut, was es für Einrichtungen gibt, sehen wir gar nicht, oder gibt es sie tatsächlich nicht? Wow. Okay. Achso, wahrscheinlich sehen wir die erst, sobald wir die Stadt betreten haben. Gut, da zeige ich da jetzt noch gar nichts groß zu. Falls du von Route 4 kommst, dieser Weg führt nach Rayuno City. Und falls du von Rayuno City kommst, ist der Weg für dich zur Route 4. Achso, stimmt, Professor Ash wollte ja mit uns reden. Das habe ich ganz vergessen, lol. Oh Mann. Huhu, Caleb. Du Trödler, was hast du eigentlich gemacht, hä? Wir haben ja 5 Tage auf dich gewartet und du hast gechillt ohne Ende. Komm mal her, ey. Spost. Als mich Camilla neulich über Elektro-Pokémon ausgefragt hat, musste ich an euch denken. Sind wir was wie Elektro-Pokémon oder was? Deswegen bin ich auch hier. Ich habe da nämlich etwas für euch in petto. Da werdet ihr Augen machen. Okay, hier Sharon für dich. Und du bekommst natürlich auch etwas, Caleb. Ja, wer sonst Assi? Hyperball. Aha. Ja, danke.
Wenn ihr auf ein Pokémon trefft, das ihr gerne an eurer Seite hättet, dann setzt auf jeden Fall einen guten Ball ein. Der darf euch dafür nicht zu schade sein. Man weiß nie, ob man genau so einem Pokémon später noch einmal begegnet. Damit möchtest du vielleicht oder wahrscheinlich auf Shinies oder auf Legendäre anspielen, die einem Gras begegnen könnten. Aber wir haben noch kein Legendäres aktiviert. Insofern ist das natürlich noch nicht möglich. Und ja, by the way, ich werde alle Legendären fangen in diesem Spiel. Die möglich sind zumindest. Es mag jetzt vielleicht ein wenig komisch klingen, wenn das von mir kommt. Immerhin war ich es ja, die euch aufgetragen hat, euren Pokédex zu vervollständigen. Aber ich möchte auch gerne, dass ihr Spaß auf eurer Reise habt. Hört ihr? Hoppla. Das heißt aber jetzt natürlich nicht, dass ihr euch nicht mehr um euren Pokédex kümmern sollt. Das sollte klar sein, oder? Also ich muss jetzt zu Belle, diese Trödler-Tante. Ich find's ja lustig, wie sie mit ihren roten Stöckelschuhen da immer rumläuft. Bevor wir unsere große Reise angetreten haben, hat Professor Esche uns ja die Pokémon und den Pokédex gegeben, weißt du noch? Flashback. Gerendis, Professor Esche. Meine Mutter hat mir erzählt, dass sie, deine und Bells Mutter Professor Esche genau darum gebeten haben, damit wir etwas von der Welt sehen. Allerdings war Bells Vater nicht wirklich damit einverstanden und es kam zum Beziehungsstress. Naja, also Caleb, die Frage ist, was machen wir jetzt? Ich hab's. Vielleicht freut sich Professor Esche ja, wenn wir versuchen, auf Route 4 die Pokémon zu fangen, die uns bisher entgangen sind. Tu du das? Ich habe ein Megurocco, ein Darumaka, nee, nicht Darumaka, ein Flampior, diese komische andere Viech da, dessen Namen ich gerade schon wieder gar nicht weiß, brauche ich nicht. Und ja, damit bin ich glücklich. Das Produkt eines kampfwütigen Zugliebhabers. Okay, das lese ich mir später nochmal durch. Manchmal mischen sich im Musiktheater angeblich Pokémon-Talentsucher unter das Publikum. Jo. Heiße Kämpfe bei hoher Geschwindigkeit. Achso, das ist diese Kampfmetro da. Naja, die Kampfmetro werde ich noch einmal ganz genau erläutern. Da macht euch mal keine Sorgen. Kommt alles noch mit der Zeit. Immer noch 1. März 2012. Lion City Sonic, Route 4 Sandsturm, Stratos City Sonic. Ja, ich glaube, das Wetter verändert sich auch leider nie. Für heiße Tennisspiele und noch heißere Basketballbegegnungen. Die Sporthalle. Ja, heiß. Man munkelt, die Kampfmetro sei das Produkt eines kampfwütigen Zugliebhabers. Ja, darüber weiß ich jetzt nicht, aber das werden wir schon nachher herausfinden. Ein Blick auf die Leuchtschriftanzeigetafel, aber weiß über Rayona City Bescheid. Und wir gucken auf unsere Karte. Das merken wir auch, sobald wir die Stadt hier betreten haben. Damit haben wir Rayona City betreten. Und noch einmal, Karte, was hast du zu sagen? Was? Boah, Betrug. Also, Item Radar an und... Oh, hi. Gestehe, alter Mann! Wir wissen, dass du eine Pokémon-Pension betreibst. Das ist etwa, das würde Team Plasma entgehen, hä? Wir nehmen den Menschen ihre Pokémon weg. Und in deiner Pokémon-Pension hast du bestimmt jede Menge davon. Das müsste dem Typ in Stratos City gefallen, der da ein Patent drauf anmelden würde, dass der alte Mann das Stress kriegt. Na, das ist tatsächlich der alte Mann von der Pension auf der Route 3, die wir schon mal gesehen haben, vor Septerna City, nach Orion City. Die gibst du uns jetzt alle, Klammern? Das ist doch verrückt! Oh, Trainer, ey! Komm mal her, du! Du siehst wie ein starker Trainer aus, ja? Bitte, du musst mir helfen, ja? Ich hab nichts damit zu tun. Wenn du dich uns in den Weg stellst, nehmen wir dir deine Pokémon ab. Ich hab nichts damit zu tun. Aber gut, wenn du mich so provokant fragst, dann würde mich mal eine Sache wirklich ehrlich interessieren, mein Freund. Nämlich, wie du mir den da wegnehmen willst. Ich glaube, da beißt dir ein Kopf ab, ehe du ihn wegnehmen kannst. Ganz ehrlich. Also, du kannst einem schon leid tun und so cool den Cookman da auch mit seinen verschränkten Armen tut, so cool kann er niemals wie mein Benny mit verschränkten Armen sein. Und sein Angriff steigt und steigt. Er wird dich sowas von der nächsten neuen Unrat-Hütox sein. Natürlich lasse ich weiterkämpfen. Weil, dem kann ich auch einen sehr effektiven Angriff verpassen, indem ich ihn verschauflere. Was schon aber Giftspritzen macht, nee. Ich hätte es erwartet, dass er irgendwie Giftspritzen oder so macht, aber gut, so wird er wohl sterben. Ja, die Milchhüte ist tot.
hat eh kein Schwein gebraucht. Und sein Ki steigt weiter, auch wenn er es wirklich nicht braucht. Ah! Tja, das Leben ist hart, mein Freund. Zucker! Boah, das gibt's doch nicht! Fürs Erste liegt sie weg! Scheiße von News Park! Hilfe! Ja, der andere hat schon mal keine Pokémon. Und er hat eingesehen, dass er zu schlecht ist. Vielen lieben Dank! Hier als kleines Dankeschön, nimm es nur. Mit diesem brandneuen Fahrrad wollte ich eigentlich die Stadt besichtigen, aber dazu kam es leider nicht. Boah, thank you, Guy! Wie lange ich auf diesen Moment gewartet habe, ein Fahrrad! Yes! Ich betreibe auf Route 3. Achso, Route 3. Ups, sorry. Eine Pokémon-Pension. Falls du also einmal Hilfe beim Training eines Pokémon brauchst, komm zu mir. Toll, da wollte ich mir Nora in der City ansehen oder sowas. Ja, jetzt gehst du den ganzen Weg hierher und schaust es dir nicht mal an. Oh nein. Hey, Caleb. Und ich dachte, das könnte ein schöner Tag werden. Professor Esche meinte, in Rayono City gäbe es unheimlich viel zu sehen. Den Vergnügungspark, das Sportstadion, die Sporthalle, den Puff und die Kampfmetro. Wuhu, ich gehe mir jetzt erstmal ein Musical ansehen, also bis später. Ja gut. Ich würde mal interessieren, ob meine Karte mir jetzt endlich was anzeigt zu dieser verdammten Stadt hier. Komm, sag mir was. Okay, Rayono City Arena, Pokémon Center, Musiktheater, Kampfmetro, Sportstein und Sporthalle. Das alles müssen wir erkunden. Okay, ich werde jetzt allerdings das Fahrrad. Es wird gleich ganz oben hingesetzt. Ne, ich wollte es eigentlich registrieren. Und ja, dies ist ein netter Fahrrad-Tune, aber wie ich finde, der mit Abstand schwächste Level registriere ich jetzt auch mal. Und jetzt, man kann nämlich in diesem Spiel etwas mehr registrieren, wenn man dann hier auf Y drückt, kann man sich hier aus, so was man aktiviert. Aber ich finde diesen Fahrrad-Tune echt nicht toll. Da war eigentlich bisher wirklich jeder besser. Rayono City, die Stadt, wo es blitzt und glitzert. Oh. Hallo? Ich fahre da mit dem Fahrrad die Stufen hoch. Siege habe ich eingefahren, aber auch Niederlagen kassiert. In der weichen Station erwarten dich Züge voller Trainer, mit denen du kämpfen kannst. Willkommen in der Kampfmetro. Du bist doch ein Trainer. Nimm dies, ich bestehe darauf. Ja. Kampfkamera, kein Kampfer, der nur die scheiß Kampfkamera, die kein Schwein braucht. Wenn du eine Kampfkamera hast, kannst du Kämpfe gegen deine Freunde in der Kampfmetro aufzeichnen. So, die mysteriöse Unbekannte macht sich jetzt auf und davon, genau. Sie macht sich auf zum Haus der Prüfung. Und leider kann man diese immer noch nicht auf den PC übertragen, was ich schwachsinnig finde. Auch, dass man nicht von DS aufnehmen kann. Das ist so nervig. Es wäre allgemein echt cool, wenn man vom DS aufnehmen könnte und es dann irgendwie online stellen. Das wäre so episch, aber da schweigt Nintendo immer noch. Kampfmetro einsteigen und kämpfen. Das hört sich doch simpel an. Also, machen wir das doch mal. Ja. Ja, und in den Untergrund, in die Weichenstation. Vorübergehend außer Betrieb. Super! Hallo? Hallo! Willkommen in der Tauschecke! Möchtest du deine Gewinnpunkte im Preis enttäuschen? Ja, gib mir ganz viele Preise hier. Okay, da kriegen wir verschiedene TMs. Ja, geile Annahme. Schlammwoge. Ja. Oh, schade. Schade, schade. Hallo, willkommen in der Tauschecke. Na wobei, doch zeig mal, was du hast, interessiert mich. Ein Gewinnpunkt, ja gut, mehr kriegt man tatsächlich auch am Anfang nicht. Für einen Kampf kriegt man einen Gewinnpunkt. Da hat man das Geld aber schneller durch normale Kämpfe zusammen, glaubt mir. 48 GP für ein Sonderbonbon. Na, was Sorbilus ist? U-Bahn-Plan der Ischu-Region. Ja, Stuttgart hat auch so einen ähnlichen U-Bahn-Plan. Der ist schon sehr realistisch. Willkommen in der Kampfmetro. Die Wi-Fi-Linie durchfährt gerade noch vorbereitende Wartungsarbeiten. Hoffentlich kommst du bald wieder. Toller Service, echt super. Ausgesprochen guter Service. Ausgesprochen. Bahnsteig für Wi-Fi-Linie. Das hier ist die Weichenstation. Von hier aus kannst du die Kampfmetro benutzen. Dann gucken wir mal, was das hier ist. Die U-Bahn-Plan der Ischu-Region ist das gleiche, wie es scheint. Ja. Kann man da mal das gleiche tauschen?
oder? Ja, kann man. Okay, da brauche ich die gar nicht mehr anreden. Willkommen in der Kampfmetro. Hier geht es zur Multilinie. In die Multilinie steigen. Ja, wobei, ich habe hier keinen Freund. Nein, ich habe keinen Freund hier. Ich habe keine Freunde. Ja, wobei, nee, ich würde mal Info interessieren. Sag mal, was hier so geht. Info. In der Multilinie kämpfen zwei Trainer im Team mit jeweils zwei Pokémon. Es müssen vier verschiedene Pokémon sein. Die zwei Pokémon eines Trainers dürfen nicht die gleiche Items tragen. Alle Pokémon werden vorübergehend auf Level 50 gestuft. Das ist seit Diamant, Perl und Platin eine sehr, sehr gute Neuerung, weil so muss man nicht auf ein bestimmtes Level trainiert haben oder die gleichen Level haben. Das ist so ziemlich die einer der besten Neuerungen für Multiplayer aus Generation 4. Der Zug besteht aus 7 Waggons. Du kämpfst insgesamt gegen 7 Teams. Wie immer, 7 ist so die magische Zahl bei diesen Kampfzonen-Fakes. Wenn du alle 7 Teams besiegt hast, erreichst du einen Bahnhof und erhältst Gewinnpunkte. Gib also dein Bestes. Möchtest du mal eine Pause vom Kämpfen einlegen, dann vergiss nicht zu speichern, sonst geht nämlich dein gesamter Fortschritt verloren. Nee, nicht einsteigen. Seht schon, das ist der Satz von der Kampfzone. Man kann hier schon sehr früh auch einige Sachen machen. Das ist allerdings recht vorteilhaft, manche für Multilinie, weil ich fand zum Beispiel Schwachsinn, dass man TMs bekommen konnte, aber erst gegen Ende des Spiels, so wie in Hard Gold, Soul Silver, wo man die Kampfzone erst nach den Top 4 nutzen konnte. Das hier macht mehr Sinn, dass man ein paar Sachen später und ein paar Sachen jetzt schon benutzen kann. Aber gut, weiteres zu dieser Kampfzone werde ich dann das nächste Mal in Pokémon Weiß Edition sagen. Ich freue mich auf euch. Bis dann.